Der Schnee ist geschmolzen und es ist endlich ein paar Grad wärmer geworden. Perfekt, um ein neues Projekt anzugehen. Neues Jahr, neues Glück. Wir starten direkt mit einer sehr schönen Aufgabe ins neue Jahr. Und zwar bauen wir endlich unsere Küche. Eines der ersten Dinge, die wir hier am Haus gemacht haben, war ja eine Außenküche zu bauen. Und die ist auch wirklich super und gerade im Sommer lieben wir die. Aber uns war auch von Anfang an klar, dass wir drinnen auch noch eine Küche brauchen. Daher gibt es jetzt noch eine innen. Die Küche soll hier an diese Wand. Hier ist ja auch der Aufgang nach oben. Da kommt dann auch noch eine schöne Treppe hin. Da werden wir einen Gasherd haben, eine Arbeitsplatte und eine Spüle. Wir haben hier nämlich unseren Wasseranschluss dann und hier unten ist ein Abfluss. Wir haben uns erstmal einen Masterplan aufgezeichnet und dann ein Grundgerüst aus Multiplex zurechtgesägt. Danach war die Arbeitsplatte dran. Wir haben uns für eine aus Eiche entschieden und die dann mit der Oberfräse vorne an der Kante noch schön abgerundet. Die Regalböden haben wir aus Dielenresten von unserem Fußboden gebaut. Dazu haben wir die Nut und die Feder abgesägt und dann ziemlich lange gehobelt. Wir finden es ja echt immer super, Sachen wiederzuverwenden und zu recyceln. Das ist auch meistens die günstigere Variante, aber man muss sagen, es ist wirklich die zeitaufwendigere. Die Dielen haben wir dann mit Lamellos zusammengeleimt und hatten dann am Ende 5 Platten und aus denen haben wir dann unsere Regalböden ausgesägt. Wir haben jetzt unsere Küche hier in allen Einzelteilen und leimen sie jetzt endlich zusammen und sind schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das sieht schon richtig, richtig gut aus und jetzt kommt noch unser Highlight, die Arbeitsplatte drauf. Als nächstes schrauben wir die Schranktüren an und da haben wir eine Menge Scharniere, die kann man super einfach recyceln. Der Jascha geht gerne, wenn Sperrmüll ist, mit einem Akkuschrauber spazieren und sucht dann nach so einzelnen billigen IKEA-Schranktüren. Und da kann man dann super die Scharniere abmachen und die sind auch vollkommen okay. Dass jetzt zumindest das Grundgerüst der Küche steht, ist wirklich so ein dringend nötiges Erfolgserlebnis gewesen. Der Start in den Januar war irgendwie so ein bisschen holprig für mich. Ich war wirklich voller Motivation fürs neue Jahr und dachte, wie jedes Jahr, dieses Jahr wird alles anders. Und dann wurde mir irgendwie so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Generell ist das ein sehr wichtiges Jahr für mich, das jetzt anbricht, weil es das erste richtige Jahr meiner Selbstständigkeit ist. Ich meine, davor habe ich das ja neben meinem Studium gemacht. Ich habe mir das immer gewünscht, diesen Weg. Aber trotzdem merke ich jetzt, wo es soweit ist, dass es auch ein großer Druck ist halt. Naja, es kommt, wie es kommt. Thank you.
Jascha hat gerade wieder Wacholderholz, mit dem man Messer macht. Und wir haben hier ein Riesenmesser, weil auf dem Weihnachtsmarkt wurde er gefragt, ob er denn noch größere Messer machen kann. Und das konnte Jascha natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Jascha hat zu Weihnachten eine Bandsäge bekommen, mit der kann er jetzt die Messergriffe noch präziser vorsägen. Aber lange schleifen muss er sie trotzdem. Wie lange brauchst du für ein Messer? 2-3 Stunden. Machst du mir jetzt noch ein paar Ohrringe? Ja. Juhu! Die Ohrringe waren jetzt länger ausverkauft. Wir haben nämlich an Weihnachten ein paar verkauft und irgendwie macht Jascha lieber Messer. Deswegen habe ich jetzt lange gewartet auf neue Ohrringe. Und wir haben jetzt hier Eiche, Wacholder und Pflaume. Jetzt einmal schön machen, bitte. Wenn wir dein Interesse an Messern oder Ohrringen geweckt haben, dann schau gerne im Onlineshop vorbei. Immer lustig, was man hier bei uns im Anzündholz so findet. Das hier ist so eine übrig geblieben von so einem Messer, das Jascha ausgeschnitten hat. Kirsche, oder? Hier steht dann unsere Gasflasche, auf den Gasherd warten wir gerade noch, der ist noch in der Post. Hier kommt dann eine Tür davor und hier sind eben auch zwei Türen. Wir haben gestern doch nur eine dann angebracht, weil wir gemerkt haben, dass wir so einen kleinen Denkfehler hatten. Wenn wir das nämlich wirklich mit den Scharnieren so anbringen, haben wir hier so eine kleine Lücke. Deswegen wissen wir gerade noch nicht, ob wir das jetzt so machen wollen. Naja, so ist das halt. Wenn man sowas plant, auf dem Papier sieht das alles gut aus und dann manchmal in echt kommen noch so neue Dinge auf, an die man gar nicht gedacht hat. Jascha hat hier ein wunderschönes Eichenbrett vorbereitet, wo wir unsere Gewürze später mal draufstellen wollen. Tada! Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Hier gerade ein bisschen umgeräumt und mal den Tisch jetzt hier in die Ecke gestellt. Mal sehen, ob das so bleibt. Aber es fühlt sich jetzt wirklich schon so an, als haben wir jetzt hier so eine kleine Essecke. Wir waren gestern auch noch fleißig und haben hier dieses Ding angebracht. Mit den Türen sind wir zugegebenermaßen noch nicht weitergekommen. Irgendwie finden wir da gerade nicht so die perfekte Lösung, deswegen warten wir einfach mal, was passiert. Und unser Gasherd fehlt leider immer noch. Wir haben den in Italien bestellen müssen, weil der überall irgendwie ausverkauft war. Also wir wollten halt so einen bestimmten Gasherd. Also während so einem Bauprojekt lernt man sich auf jeden Fall in Geduld, weil es geht wirklich alles sehr langsam voran. Aber man freut sich dann auch umso mehr, wenn was geschafft ist. Es dauert gerade ewig, bis mein Tee fertig ist. Es ist wirklich praktisch, das hier direkt auf dem Ofen zu machen. Aber es dauert halt viel länger, ist aber halt energiesparender. Und es ist auch wirklich wieder ein bisschen kälter geworden. Wir hatten ja in den letzten anderthalb Monaten wirklich einen Temperaturunterschied von 30 Grad.
Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, normalisiert sich es wieder und es hat jetzt so 3 Grad. Ich werde jetzt heute die Küche noch ein bisschen ölen, damit die ein bisschen geschützter ist. Ich habe mir gerade was Altes angezogen zum Ölen und habe aber gemerkt, dass ich die Jacke eigentlich voll schön finde. Ich trage voll wenig Rot, aber irgendwie, vielleicht gefällt mir sogar Rot. Ich habe mir 10-mal gesagt, Jana, pass auf, dass du nicht die Wand einölst, weil das geht sehr schlecht weg. Und ich so eine Sekunde, nachdem ich angefangen habe zu ölen, direkt die ganze Wand eingeölt. Aber ich glaube, ich komme noch mit einem blauen Auge davon. Denn es kommt ja eh noch die Fußleiste davor. Von daher wird passen. Super. So sehen unsere Regalbretter jetzt geölt aus. Da muss noch eine zweite Schicht drauf. Aber im Prinzip ist ja dasselbe Holz wie der Fußboden. Das heißt, es wird dann irgendwann aussehen wie der Fußboden, was irgendwie lustig ist. Aber ich finde es wirklich krass. Also man denkt nicht, dass das mal einzelne Dielen waren. Und wir waren uns auch erst nicht sicher, ob das hier alles so gut harmoniert. Aber ich finde es eigentlich echt cool. Ich bin total zufrieden. Hier kommt übrigens noch ein Schubfach rein. Das ist auch schon fertig. Steht aber noch bei Jascha in der Werkstatt, weil da noch der Boden fehlt. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht die komplett fertige Küche zeigen kann. Aber ich wollte jetzt mit der Veröffentlichung des Videos nicht auf den Gasherd warten, weil wir, wie gesagt, echt nicht so genau wissen, wann der kommt. Aber das bedeutet auch, dass es spannend bleibt. Fast schon ein Cliffhanger hier. Also im nächsten Video siehst du dann hoffentlich den Gasherd und auch, wie die Türen fertig aussehen. Gerade, halb 5 und die Sonne geht jetzt gleich unter. Ich muss sagen, es wurde schon ein bisschen heller, habe ich das Gefühl. Die Abendstimmung ist wirklich immer so das beste Licht hier im Haus. Ich liebe es einfach auch hier, dieses schöne leichte Gelb. So wie auch sich das immer hier so im Fenster wunderschön wirklich spiegelt, der Sonnenuntergang.